Wir spielen weiter, immer weiter mit Evil Genius 2 World Domination. Das Ganze live auf Twitch wird aufgezeichnet für die Leute auf YouTube. Dort gibt es ein Let's Play in 30 Minuten Blöcken. Das sage ich auch mal kurz den YouTube-Leuten. Die Playlist findet ihr dort oben in der Ecke. Da gibt es das erste Video und auch kommende. Jetzt erstmal nur 2 Stunden Gameplay, später wahrscheinlich mehr. Wenn ich feststellen sollte, ihr mögt das Spiel, dann werde ich auch noch mehr davon aufzeichnen mit einer künftigen und dann einer aktuelleren Version. Danke an Guni. Hallo Guni, sehr lieb. Danke an Guni fürs Abo. 5. Monat schon abonniert und auf Stufe 2, Guni. Du hilfst mir sehr mit deinen Ressourcen, um die Weltherrschaft zu erringen. Danke an Guni. Ich werde dich irgendwo verewigen. Ich werde irgendwo eine kleine Heldenbüste von dir. Wahrscheinlich können wir gleich so einen Heldenbüstenraum noch errichten. Da wirst du eine bekommen. Eine Stufe 2 Heldenbüste. Du liest es am 30. März, genau. Head to the world stage. Es kommt komplett raus, nicht als Early Access. Richtiges Release ist es, dann wurde ich gerade gefragt von Topman. Alles fertig. Jetzt können wir uns. Jetzt gehen wir zur Weltkarte und die ist hier unten. Das geht jetzt erstmals. Guck mal. So sieht der Schaltraum aus. Ganz im Stil der 1960er, 70er Jahre der James Bond Filme. Ich glaube ja im Stil der 1960er, oder? Mit Tonbandgeräten. Ich habe ja früher fürs Radio gearbeitet und die Stammzuschauer wissen das. Und ganz zu Beginn habe ich wirklich zu meinen Interviews, wenn ich irgendwo hingefahren bin, riesengroße, schwere Tonbandgeräte mit mir rumgeschleppt. Die waren sündhaft teuer. Die kosteten mehrere tausende D-Mark damals. Das waren wirklich High-End-Tonbandgeräte. Die habe ich dann durch die Gegend geschleppt. Die sahen so ähnlich aus wie diese hier. Heutzutage hält man den Leuten einfach sein Smartphone hin beispielsweise. Hat sich doch einiges geändert. Naja, finde ich natürlich so auch sehr viel praktischer. Wir gehen rein auf die Weltkarte. Each of the highlighted regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing and scout it to establish a criminal network. Also, wir werden irgendeine Region erkunden und können von dort aus unser kriminelles Netzwerk aufbauen. Und einige dieser Regionen sind markiert und die werden uns besonders empfohlen. Hier oben wird uns empfohlen, also Grönland oder Wien scheint das zu sein. Und das ist Zentralafrika, da wird uns empfohlen Brasilien, der Dschungel. Das sind die 4, die uns empfohlen werden. Und ihr seht, die Welt ist aufgeteilt in verschiedene Gebiete anscheinend. Anscheinend gibt es ja auch noch, müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, wo soll man loslegen? Ich fände den Dschungel eigentlich ganz cool. Komm, wir gehen hier rein. Einmal ab hier hin. Wir starten im Dschungel, mal gucken, wie das aussieht. Östliche Rumsrepublik. Rums hat eine reduzierte Präsenz in dieser Region. Baukosten 3 Arbeiter, 30 Sekunden lang. Sendeleistung. Einmal erkunden. You can speed things up by selecting fast forward at any time. Läuft im Hintergrund, die Spiel pausiert es im Augenblick, ne? Ne, nee, die sind da. Warte auf Eintreffen der Schergen. Ah, und jetzt wetzen die rüber. Eino Bümbel reist in die Welt. Gesundheit nur bei 48. Eigenschaften füttert Vögel. Teils in der letzten Krumen mit den Vögelchen und dieses sanftmütig, ein zartes Geschöpf, das niemals, niemals kämpfen will. Und hier kommt sie jetzt an. Wir gehen einmal auf Schnellvorlauf. Once built, you can use our criminal network to run schemes in this region. Und? Da kommt's. Das ist der Schnellvorlauf. Jetzt sind wir gleich da. Und? I'm all packed, boss. Send me into the world and I'll come back with plenty of gold. Die Koffer sind gepackt, Boss. Schickt mich irgendwo hin auf die Welt und ich komme mit jeder Menge Gold für euch zurück, verkündet sie. Come back. You think you are coming back. Wer soll denn da zurückkommen? Ein Comeback? Haben doch höchstens Popgruppen. No, I'm not having you coming back here, tracking justice all over the place like mud. Das sind die Erzfeinde von uns hier im Spiel. Die heißen auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung, die gerechten Mächte. Also die Kämpfer for Justice, so heißt es im Original.
They'll follow you right to my door. And then where would we be? Du kannst nicht zurückkehren, dann hast du eventuell die fiesen Bösen, die fiesen Guten im Schlepptau. Die mischen uns dann in unserem Unterschlupf auf. Take a little gold for yourself, then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Or else. Also habt ihr selber gelesen auch. Bestreite mit deinem Anteil einen ruhigen Lebensabend und bleib, wo du bist. Minions will travel to the world and run any scheme you select. You will receive small amounts of gold as they progress. Also, wir bekommen Gold dann, wenn die Schergen draußen auf der Weltkarte unterwegs sind, um Pläne, die wir eingestellt haben, durchzuführen. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Plan aussuchen. Und den gibt es. Hier unten, das ist die Region, die wir erforscht haben. Ich klicke es nochmal kurz an. Hier sieht es aus. Wir können Verbesserungen noch erstellen. Wir können Forschung dafür betreiben. Und das wären dann die Vorteile der Verbesserung. Mehr Argwohnkapazität. Mehr Geld, 30 mehr alle 5 Sekunden. Und bessere Pläne. Und hier wird gezeigt, dass wir alle 5 Sekunden 20 Dollar an passivem Einkommen erwirtschaften. Und das ist Argwohn 2. Das heißt, vermutlich fällt es nicht so schnell auf, dass wir da vor Ort sind. Wenn wir mehr Argwohn-Kapazität haben, wir werden nicht so schnell überfallen. So stelle ich mir das vor. Wir gehen einmal rein auf diesen Plan hier. Der Banküberfall, den wir durchführen können. Hier nimmt alles einen Anfang. Der erste von unzähligen Raubzügen. Ein entschlossenes Arbeiterteam kann den Safe knacken und sich mit dem Gold aus dem Staub machen. Dadurch steigt der Argwohn in der Region um plus 10 an. 5.000 Dollar Belohnung, die können wir auch gebrauchen. Wir haben nur noch 52.000. 2 Arbeiter wird benötigt, 30 Sekunden dauert das Ganze. Achso, die Schergen sind danach nicht mehr da. Wir haben 2 Schergen verloren dann. A prison will make the perfect place to hold your enemies before questioning them. Ein Gefängnis ist der ideale Ort, um deine Gegner unterzubringen, bevor sie ausgefragt werden. Das heißt, zurück in unser Baumenü und in unseren Unterschlupf. Und als nächstes bauen wir irgendwo ein Gefängnis. Hier bringst du deine Gefangenen unter, damit sie nicht einfach davonlaufen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie in die Mitte. Ach komm, irgendwo hier vorne hin. Das ist die Essensausgabe. Also ich würde die zentralen Versorgungsgebäude für alle Schergen eher in die Mitte bauen. Die Spezialgeschichten eher so am Rand. Wir können auch vielleicht noch eine zweite Tür dahinter einbauen. Dann geht es nach hinten weiter. Mal gucken, ob das geht. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Oder hinter den Kontrollraum. Das geht auch. Dahinter. Oh, wie sich das wieder dreht. Das treibt mich einen Wahnsinn. Hier kommt das Gefängnis hin. Das wird schwer, ne? Das macht keinen Sinn. Wir müssen... Dann kriegen wir die Tür nicht richtig hin. Wir machen eins einmal so. Also hier so. Das ist zu kompliziert gedacht. Wir brauchen einen Verbindungsgang, der hier durchführt gleich. Da oben hin, hier ist schon ein großer. Wir wissen nicht, wie groß der Raum hier wird, wenn man es mal hier hinten hin einfach. Ich finde, das sollte doch reichen für ein Gefängnis hier. Wobei da ist, vielleicht brauchen wir da eher einen Wachraum, wenn gleich Leute kommen. Ein bisschen Glück können wir da 2 noch machen. So. Dann hier noch die Tür rein. These holding cells hold one prisoner each. If you don't have any free cells, your minions can't capture people. Wir können ein paar Zellen noch aufstellen und nachher noch einen Verhörstuhl. Oh, das wird ja richtig groß. Da machen wir die Zellen nach hinten. Die brauchen 3x4. Können wir 2 nebeneinander stellen, ne? Eine. Once this interrogation chair is built, we can use it to make prisoners tell us their secrets. 2 Zellen. Mindestens einen Verhörstuhl. Stellen wir davor hin. Wie gut, dass
dass die nicht gefoltert werden. Die wirklich, werden ja wirklich nur verhört. Das finde ich sehr sympathisch. Den können wir hier nicht hinstellen, weil wahrscheinlich zu wenig Platz. Warum können wir den nicht hinstellen? Zu wenig Platz, ne? Vermutlich. Können wir das noch wegmachen hier? Gucken. Entfernen-Taste. Zelle bewegen. Aha. Einmal drehen. Dann drehen wir die einmal hier hin. Die bewegen wir. Platzieren die einmal dorthin. Dann machen wir den Raum hier noch etwas größer. Vielleicht liegt es ja daran. Das war der Gefängnisraum. Vergrößern den einfach, wenn man den einmal richtig groß, was soll's. Wieder in die Gegenstände rein und in den Verhörraum. Und jetzt noch Platz. Es war einfach nicht genug Platz. Das war schon alles. Einmal hier hin. New main objective available. Experiment with interrogating agents. You never know what secrets you will uncover. Alles klar. Experimentiere damit. Experimentiere ist ein sehr netter Ausdruck, damit Agenten zu verhören. Man weiß ja nie, welche Geheimnisse dabei aufgedeckt werden. Das geht schon etwas fixer hier. Alles schnell ausgebaut. Plan abgeschlossen. Das heißt, wir können wohl einmal zur Weltkarte gehen. Können mal gucken. Können wir da schon anklicken? So, wir müssen abwarten. Wir dürfen das Tutorial nicht durcheinander bringen. Der Plan scheint auf jeden Fall abgeschlossen zu sein. Ich gehe wieder zurück in den Unterschlupf und wir gucken. Wir warten mal ab, bis das fertig ist. Nee, kriegen wir das Tutorial noch kaputt, weil wir irgendwas in der falschen Reihenfolge machen. Sicher ist sicher. New main objective. Wie kein Strom? Wieso denn kein Strom? Head to the world stage to recruit a scientist. Müsste sein könnte, dass dadurch, dass ich zwei gebaut habe statt einem, zu viel Strom verbraucht wird. Wir haben wie viel Strom? Wo kann man die Stromansicht uns anzeigen lassen? Der verbraucht fünf. Der verbraucht fünf Strom. Ich wette, das ist deshalb, weil ich zwei von denen gebaut habe. Wo ist die gesamte Stromanzeige? Mal gucken, ob wir die finden. Gucken, wo die ist. Hier, minus sechs Strom. Wenn ich eins wegmache, hätten wir noch minus eins Strom. Wir können da auch noch einen weiteren Generator hier reinstellen. Können wir bauen noch einen Generator rein. Gehen hier unten hin. Die Generatoren waren hier. Erweitern den Raum. Baumenü. Generatorraum bitte. Hier noch ein bisschen mehr. Den verlängern wir in die Breite, in die Länge machen wir das. Hier muss noch Platz hin. Stellen wir da noch einen Generator rein. Genau. Wie viel verbraucht ein Generator? Wie viel produziert er? Plus 10 Energie, alles klar. Jetzt so drüber geflitzt. Und alles in Ordnung gebracht. Wir müssen noch Wissenschaftler rekrutieren, aber erst sorge ich dafür, dass wir mehr Strom haben. WB, der Superschurke. Wie kannst du es wagen, das laut rauszuposaunen? Psst. Vita. Psst. Ganz leise. Sind wir bei minus 6 an Strom und gleich sind wir im Plusbereich. Jetzt muss nur der Generator, ein starkes unterwegs. Dann werden wir plus 4 haben gleich. Sehr lieb. Vita, WB, wir sind da unter uns. Wir sind doch alles bloß deine Lehrlinge. Weitermachen. Willst du freiwillig hier als Scherge in meine Dienste treten? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, begib ich auf die Weltkarte, um einen Wissenschaftler zu rekrutieren. Stromprobleme, fast behoben. Ich mache einmal Schnellvorlauf. Einmal hier rüber und Schnellvorlauf, bitte.
Mich interessiert ja auch, wie das hier. Es gibt hier sicher so einen Finanz- und Geldbildschirm. Den freue ich mich auch schon. Müssen wir uns gleich mal angucken. So, jetzt wieder auf die Weltkarte. Select a scientist scheme. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Okay. Keep your eyes open for these important schemes. Wir sind alle Minions, meinte Drache. Wenn ein Wissenschaftlerplan mit farbigen Schildchen hervorgehoben, das sind diese hier. Ach, so weit weg. So weit weg von unserem Unterschlupf und das geht. Ja, lass uns doch mal Ausschau halten. Das geht doch wahrscheinlich am schnellsten, ne? Farbige Schildchen. Hier sind wir ja schon. Einmal hier. Starte den Plan. Argwohn wieder plus 10. Gibt einen Wissenschaftler mehr. Und wenn wir den hier stattdessen holen würden, geht das hier? Ohne ein kriminelles Netzwerk keine Pläne durchführbar. Da geht das erstmal nur hier. Verstehe. Und wie viel Argwohn haben wir hier mittlerweile? Argwohn ist bei minus 50. Das ist alles gut. Hier, eine neue Mission. Schock am Dock. Eins nach dem anderen. Erstmal das hier. Plan starten. Forschungsstipendium. Belohnung, ein Wissenschaftler. Und die Schergen kehren nie zurück. Okay, ein frisch gebackener Wissenschaftler als Belohnung. Scherge ist unterwegs. Go, 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 Minion, go! Sehr schön. Und wieder zurück auf die Weltkarte. Ja, ich würde ja Sommer schon mal Tutorial hin oder her. Plan wartet auf Schergen. Einfach hier noch einen durchführen. Ja, klickt doch hier. Ja, war da irgendwas. Jetzt ist das nicht mehr da. Jetzt haben wir schon mal einen zweiten. Offene Anfragen auf Transporte wartende Schergen 2. Das ist unser Superschurkenversteck hier. Crown Gold, hier sind wir. Und wer ist das hier? Ein kleines Schiffchen. Schiffe, 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 Inseln. Auf Transport wartende Schergen. Das sind die hier vorne. Die hier darauf abwarten, dass sie hier abgeholt werden. Mhm. Wieder zurück zur Karte. Jetzt werden sie rüber transportiert, kommen mit dem Hubschrauber, fliegen von unserem geheimen Stützpunkt aus vor Ort hin. Jetzt seht ihr in Prozenten, wie der Plan erfüllt wird. Na ja, gut. Gleich kommt der erste Wissenschaftler in unser Reihen. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Einmal Schnellvorlauf. Ich frage mich, ob ich jetzt mit dem Geld uncover the mysteries of the universe for you, Boss. What do you want me to research? Warum sehen die Superwissenschaftler immer so ein bisschen aus wie... Ist das nicht Doc Brown? Liebe Leute. Ist das nicht Doc Brown? Und der wiederum sieht ein bisschen aus wie Albert Einstein in den 80er Jahren. Leute, ist das nicht der Doc Brown? Welches Fahrzeug fährt er nochmal? Werfe ich irgendwas so? Ihr wisst doch, was ich meine, ne? Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Der Kultfilm der welcher Jahre? 80er, glaube ich, ne? Ein DeLorean. DJ weiß sofort Bescheid. Der sieht da aus wie Doc Brown, oder? Fantasiere ich mir das? Nee, ne? Wir haben Doc Brown rekrutiert. Wir können ab in die Zukunft und wieder zurückfliegen. Alles gut. Interesting word. Research. Implies you are searching for something a second time. You better not be charging me for the same work twice. Mir dürstet es allenfalls nach Rache, nicht nach Wissen. Er hatte Wissensdurst als Ausdruck benutzt. Bei der Arbeit wird er jedenfalls nicht gepichelt. Er hat mal wieder keinen Sinn für Wortspielchen. Your new scientist appears to believe that we can use a training room to teach our slack-jawed minions how to do specialist jobs. Get one built. And you can find out for sure. Witzig formuliert. Unser Wissenschaftler glaubt, dass wir unseren minder bemittelten Schergen mit einem Trainingsraum beibringen können, wie man Spezialistenaufträge erfüllt. Zurück in unser Hauptquartier. Trainingsraum bauen. Und das ist, glaube ich, ein Raum, der sollte schon halbwegs zentral sein, ne? Dann stellen wir den mal in die Nähe des Tresors. Hier können die sich immer... Das hier ist doch... Hier ruhen die sich doch aus. Doch in den Trainingsraum direkt daneben. Denn wenn wir die hart trainieren lassen... Wenn die danach sicher ins Bettchen müssen und Hunger bekommen sie vielleicht auch. Hier direkt daneben. Hier machen wir den Trainingsraum hin. Einfach in die Mitte hier, komm. Ein Trainingsraum bitte.
hin. Dann machen wir noch eine kleine Lücke rein. Da ist sie. Dann gehen wir in die Gegenstände. Oh, wir können mittlerweile auch Dekor bauen. Die Herren und Damen Minions hätten es gerne gemütlich. Dekor wird gleich platziert. Reicht das nicht aus, dass sie Geld von uns bekommen und Hiebe? Verstehe ich überhaupt nicht. Gegenstände Tür, Schritt Nummer 1. Gerne. Schritt Nummer 2. Wissenschaftler-Trainer. Immer sehr gespannt. Ist das ein Cheater für Wissenschaftler? So hießen die doch früher, die Trainer bei Computerspielen. Einmal hier hin. Das wird knapp, aber das geht. Wie viele sollen wir bauen? Plane Trainingsraumfelder ist zu klein, ne? Wir haben nur 60 gebaut und wir müssen 64. Kann das sein? Ich habe den Trainingsraum zu klein gemacht. Ach, das gibt's ja gar nicht. Einen anderen Trainingsraum größer machen, bitte. Nee, hier nicht. Lieber da oben. Ja, das haben wir geschafft. Und jetzt den Wissenschaftler. Each specialist minion type requires a trainer of its own. Request a scientist trainer. Einmal. Hier oben hin. Oh, der Raum ist doch viel zu groß. You will be able to instruct your minions to train as scientists. Having more scientists will speed up future research. Also, Schergen können zu Wissenschaftlern ausgebildet. Je mehr Wissenschaftler, desto schneller gehen alle unsere Forschungsprojekte. Le Fisch schreibt, was? Unsere Minions bekommen Geld. Die sollen froh sein, existieren zu dürfen. Hey Martin, liebe Grüße an dich. Martin ist der Dritte, der hier zum 16. Mal ein Abo abgeschlossen hat. 16 Monate auf Twitch. Liebe Grüße an Martin, danke dir. Treue Seele, hallo Martin. Nach Matze und Kiba, jetzt auch Martin. New optional objective available. Neue optionale Missionen wurden gerade angeboten. Was war denn das? Das war doch dann sicher hier irgendwo, ne? Und wo wird die angeboten? Das ist die optionale Mission. Verdiene 20.000 Gold durch Pläne. Können wir hier irgendwie noch eine Mission machen? Was ist das hier? Argwohn minus 50. Wäre die Belohnung, dass der Argwohnwert hier sinkt und ist im Augenblick bei 35. Das wäre nicht schlecht. Komm, wir reduzieren Argwohn hier. Drei Arbeiter allerdings hinschicken. Wie viele haben wir denn noch? Wie viele Arbeiter haben wir? Wo wird das angezeigt? 26. Schergenkapazität. Ach, das reicht doch. Wir reduzieren den Argwohn hier. 50 runter, dann gibt es keinen Ärger. Ich hoffe, ich habe das Tutorial nicht kaputt gemacht, dadurch, dass ich hier einfach Sachen auf eigene Faust mache. Galadriel, 15 Monate, danke dir. Einer fehlt noch, aber danke. Ja, WB wurde versetzt auf die andere Seite des Bildschirms, ganz genau. Rupinho, gut beobachtet. Der Wissenschaftler-Trainer ist fast da, ist er. Ist er fertig. With the correct training furniture built in your training room, you can request that your minions train to become specialists. Okay. Head to the minion training screen to request training of some new scientists. Wisst ihr, was ich cool finde? Dieses Englisch, das die sprechen, ist halt ein wirklich kultiviertes Englisch, ne? Also nicht so ein amerikanisch hingerotztes mit irgendwelchen Dialekten, sondern so ein ganz kultiviertes, akzentuiertes, wie aus so Stein gemeißelt oder wie aus Lexika gemeißelt, das Englisch, das gesprochen wird. Das bringt sehr viel Stil rüber. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt gehen wir einmal rüber. Da unten ist der neue Bildschirm. Schergentraining. You should request two scientists to be trained. Thankfully, we already have a scientist. So training another should be a breeze. Also wir brauchen einen weiteren Wissenschaftler. If for some reason one of your scientists disappears, another minion will instantly train until they have this many in your lair again. Also sollte einer unserer Wissenschaftler disappears, sollte er verschwinden. Cooles Englisch, also echt super kultiviert. Das klingt echt, das finde ich total klasse. Le Fisch meint, das sei aus Oxford geklaut worden. Richtiges Roleplay-Englisch, meint Zugucker auch. Und dann wird flugs ein anderer Schar getrainiert, bis es wieder genug Wissenschaftler gibt. Die beiden können wir noch nicht herstellen. Das sind andere Spezialisten, die müssen wir wahrscheinlich noch erforschen. Das ist der zweite Wissenschaftler. Ist er schon unterwegs? Ja, Wissenschaftstrainer.
einer kommt dazu, Kosten pro Tag, Planzielkosten. Läuft das jetzt automatisch oder müssen wir das noch irgendwo bestätigen? Nee, ne? Your workers will start to train automatically. Oh, wir müssen auf zwei gehen. If another minion is able to teach them. Oh, Arbeiter trainieren automatisch und lernen schneller, wenn ein anderer Scharge in der Nähe ist, der ihnen etwas beibringen kann. Aber das heißt, wenn ein anderer Wissenschaftler in der Nähe ist, haben wir denn noch einen anderen? Das können wir die suchen? Die wissen, also es kann auf jeden Fall unser Evil, der kann das doch vielleicht machen, ne? Unser Evil Genius, hier ist er. All that glitter. I need to be here. Dann können sie Aufgaben priorisieren. Trainiert schneller. Schließt Schergentraining in der Nähe von Maximilian sofort ab. Kostet 60 Klugheit. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil er hat hier 100. Steigen wir wieder langsam an. Sollen wir das mal testen? Hier, sie lernt. Sollen wir das einmal durchführen? Trainiert schneller. Hoffentlich baue ich jetzt keine Scheiße. Ich klicke da mal drauf, Leute. 60 Klugheit weg, dann müsste sie... Obwohl, sie ist schon fast fertig. Guck mal, das lohnt sich nicht. Sie ist schon fast fertig. Hey, Punisher. 16 Monate. Vierter mit 16 Monaten. Hallo, Punisher. Hallo, Wolfgang. Danke dir. Stufe 3. Du bist mir einer. Liebe Grüße an Wolfgang in Wien. Jetzt abgeschlossen. Hat geklappt. Nee, noch nicht ganz. Einer ist trainiert. Da ist er. Ja. Your minions will need somewhere to perform their research. Plan a laboratory. Wir brauchen ein Laboratorium, damit die in Ruhe auf Forschung betreiben können. Mache ich gerne. Einmal hierhin. Raumtyp, ein Laboratorium bitte bauen. Das machen wir vielleicht direkt daneben, oder? Ist doch Platz. Hierhin. Passt doch. Ich wette, das muss wieder 50 Felder muss es umfassen. 8 mal 7. 7 mal 8. 48, 56, so. Eins hierhin. Zählen die Türen mit. Essential for scientists to perform research. As we unlock more potent research, we'll need to provide them with more advanced equipment. Forscher, was braucht man für eine Forschung? Whiteboards, wo man in aller Ruhe Dinge drauf malen kann. Das brauchen die. Ein Whiteboard bitte hierhin. Und das geht nicht, weil zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Konstruiere Whiteboard. Auswirkungsanlagen, Datenbanken und die Tür. Wir fangen mal mit der Tür an, aber dann machen wir hier nie was falsch. Ich wette, das ist wieder zu klein hier. Ich wette, ich habe mal wieder irgendwie... Oder muss es an die Wand gestellt? Ach, das ist schon wieder die Tür? Nein. Das ist die Tür, das ist das Whiteboard. Muss das an der Wand stehen? Das muss an der Wand hängen, ne? Ach so, es muss direkt in der Wand sein. Okay, dann kann man das ja... Oh Gott, ich drehe mal wieder alles so schnell. Dann kann man das ja hier hin und dann direkt in die Wand... Perfekt. Sehr gut. Hier ist eins. Dann können wir es auch hier hinsetzen. Kommt's hin. Ein Whiteboard. Jetzt wird erstmal gebuddelt. Wie viel Geld haben wir? 50.000. Gehälter 674. Verbindlichkeiten. Boah, Turm hoch. Tresorraumkapazität ist noch lange nicht voll. Hier wird unser Gold gestapelt. Das wir schon mal machen können. Wir gucken mal auf die Weltkarte gucken. Ob es hier nochmal irgendwas gibt. Verfügbare Pläne einer. Hier ist ein Plan. Was können wir hier machen? Argwohn nochmal minus 50. Wir sind im Augenblick bei Argwohn 33. Hatten wir das nicht durchgeführt schon? Maximum ist bei 50. Das hier unten. Ist schon Argwohn minus 50. Plan ausgeführt in 17 Minuten. Plan unter aller Sau läuft ab in 13. 10.000 Gold ist schon eine Menge. Also da bin ich etwas empfindlich.
Nicht ohne Not. Aber wir könnten versuchen, ob wir einen weiteren Unterschlupf bauen können, oder? Aber ich glaube, das geht erst dann, wenn wir... Können wir hier noch einen setzen, wenn wir noch mehr Kapazität haben, wenn wir noch einen Kontrollraum machen haben. Vorher geht das nicht. Komm, wir halten uns ans Tutorial. Ich will mal wieder zu viel zu schnell. Mach den Chaoswuschel. Liebe Grüße an dich, danke für 16. Abo schon. Lieben Dank. Das ist sehr lieb. Jetzt ist gleich fertig. Jetzt beginnt die Wissenschaft. New main objective available. Die machen mich fertig. Jetzt müssen wir uns schon wieder um Strom kümmern. And take a look at all the diabolical opportunities. Stress hochziehen. Jetzt müssen wir noch einen weiteren Stromgenerator hier hinbauen. Wird gemacht.